Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute mal ein Video über 18 Dinge, die ich in meinen 18 Jahren gelernt habe. Die liebe Ilona vom Kanal Change Your Thinking hat auch so ein Video hochgeladen. Und irgendwie hat mich das so inspiriert, dass ich dachte, jawohl, was sie da sagt, ich kann mich mit vielen identifizieren. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt ein ähnliches Video. Und zwar, ich möchte in diesem Video einfach mal mit dir reden und dir einfach mal erzählen, was ich so in meinem Leben so gelernt habe. Es sind manche Dinge, die habe ich in schweren Zeiten gelernt, manche in guten Zeiten. Es ist einfach mal so ein Video, wo ich mit euch reden möchte. Es muss nicht eurer Meinung entsprechen. Ihr müsst nicht mit dem Thema einer Meinung sein. Ihr müsst mir nicht zustimmen, aber es ist einfach das, was ich euch sagen möchte und viel Spaß. Mach nur das im Leben, wo du zu 100% dahinter stehst. Es bringt dir nichts, wenn du im Leben irgendwelche Dinge machst, die du danach, wo du dir überhaupt nicht sicher bist, ob es überhaupt das Richtige ist oder... Weil wenn es danach bereust, ist es dann eh wieder, weil du dir einfach eh nie sicher warst. Deswegen kann ich dir sagen, mach nur das, wo du dir sicher bist. Und wenn du dir unsicher bist, dann lass dir Sicherheit irgendwie geben darüber, ob es das Richtige ist, was du machst. Aber mach nicht einfach irgendwas, wo du dir unsicher bist, denn das wirst du bereuen irgendwann. Genieß dein Leben und lass es von nichts kaputt machen. Es ist so was Tolles zu leben auf dieser Erde. Und wir haben so tolle Verhältnisse in Deutschland. Klar, es passieren jetzt immer mehr irgendwelche Sachen, aber wie Anschläge oder so. Aber wir haben es so gut. Das wissen viele gar nicht. Viele machen sich in die Hose, weil sonst irgendwas ist. Oder viele sind depressiv wegen sonst irgendwas. Keine Ahnung, es ist schon so, dass da oft Gründe dahinter stecken. Aber ich kann euch sagen... Macht euch doch nicht immer so fertig wegen irgendwas, weil ihr könnt alles machen. Ihr habt freie Möglichkeiten, ihr habt ein Handy, ihr könnt mit diesem Handy alles machen. Ihr seid überhaupt nicht eingeschränkt in irgendwas. Und deswegen kann ich euch sagen, genießt euer Leben. Und das ist einfach, man sollte es viel mehr schätzen irgendwie, dass man leben darf, meiner Meinung nach. Negatives macht einen im Leben kaputt. Es ist einfach wirklich so. Alles, was so schlimme Dinge sind, mit denen man sich dauernd beschäftigt oder auch dreckige Dinge, sag ich mal, das macht einen unglücklich. Und das Positive im Leben zu sehen, das macht einen irgendwann auf Dauer glücklich. Wenn du im Leben nur das Schöne siehst, auch an dir selber, wenn du dich selber lieben lernst, dich selber schön findest, dich selber wohlfühlst, dann bist du automatisch glücklicher, wie wenn du immer nur negativ über dich denkst. Klar, es ist nicht einfach von einem Negativ, ich finde mich so schlecht in einen, ich finde mich so toll über, aber... Überlegt euch einfach mal, was ihr Tolles im Leben geleistet habt und was ihr wert seid. Und dann funktioniert das. Mach im Leben das, was du willst und scheiß einfach auf die Meinung von anderen Leuten. Wirklich, ich würde sonst kein YouTube machen, wenn mich die Meinung von anderen da so interessieren würde. Ich würde mich sonst auch nicht so auffällig schminken, wenn mich die Meinung von anderen so mega interessieren würde, weil es ist mir einfach scheißegal, was die anderen sagen. Weil ich schminke mich doch für mich oder ich muss mich doch in meinem Körper wohlfühlen. Ich muss doch das anziehen, was ich möchte. Ich muss doch... mich glücklich machen. Es ist doch, ich laufe doch nicht so rum, dass ich den anderen gefalle, weil die anderen werden immer irgendwas haben, was ihnen nicht gefällt. Deswegen kann ich sagen, macht einfach das, worauf ihr Bock drauf habt. Macht nicht irgendwas, was alle machen. Raucht nicht, weil andere rauchen. Es ist meine Meinung dazu, zu dem Thema. Macht es nicht, weil es andere machen. Überlegt euch, ob ihr selber das für euch wollt und wenn ihr das selber wollt, dann macht es. Aber nicht, weil andere das machen oder weil andere sagen, ihr sollt es machen. Ich bin so gar nicht. Ich bin so richtig so ein Mensch, der nicht das macht, was alle machen, nur weil es alle machen, sondern das, weil es mir selber gefällt. Sei dir selbst der wichtigste Mensch. Das klingt ziemlich egoistisch, aber ein bisschen Egoismus ist auch gesund. Also solange er ein bisschen ist, er sollte nicht möglich groß sein. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich eine Ausbildung zur Altenpflegerin mache. Da sollte man jetzt nicht gerade das größte Egoismus an den Tag legen, aber man sollte auf jeden Fall einen gesunden Egoismus in diesem Beruf mitbringen, meiner Meinung nach. Und ich finde, dass ihr euch selber der wichtigste Mensch sein solltet in eurem Leben und ihr keinen Menschen über euch stellen solltet. Klar, wenn man verliebt ist, ist es was anderes, aber auch da, ihr solltet euch selber niemals vernachlässigen bei dem, was da in dieser Beziehung passiert oder geschieht. Wenn der Partner sagt, macht das und das und ihr es nicht wollt, dann macht es nicht. Ich habe von... ich weiß nicht, welche YouTuberin das war. Wenn es mir einfällt, verlinke ich euch ihren Kanal in der Infobox ein Video gesehen. Und da hat sie gesagt, sie lebt nach dem Motto, ich könnte mich jetzt darüber aufregen, aber viel lieber ist es mir einfach nur egal. Ich sehe es an so vielen Leuten. Leute regen sich über alles auf. Sie können sich einfach über alles beschweren, über alles, was in ihrem Leben passiert, über die kleinste Scheiße, wenn man nur eine halbe Stunde länger Unterricht hat oder was. Ein Grund, sich aufzuregen.
wenn, keine Ahnung, wenn der eine 5 Euro mehr kriegt als der andere, einen Grund, sich aufzuregen. Statt dass man einfach sagt, ist doch scheißegal. Wirklich, man könnte sich doch mit viel mehr positiveren Dingen im Leben beschäftigen. Also, ich könnte mich jetzt darüber aufregen, aber viel lieber ist es mir einfach nur egal. Es ist genauso wie mit Hater-Kommentaren. Ich bekomme oft Hater-Kommentare oder so. Aber die sind mir so egal. Ich meine, wenn Leute die Zeit damit verbringen wollen, meine Videos zu gucken, dann sollen sie es machen. Was sie kommentieren, ist doch ihr Problem, nicht meins. Lebe so, wie du es dir von anderen erwartest. Das war auch ein Punkt von Ilona. Und ich finde, es ist wirklich so. Wenn ihr nicht wollt, dass Leute rauchen oder überhaupt, dass geraucht wird, dann raucht selber nicht. Oder wenn ihr das nicht unterstützen wollt, dann unterstützt es doch in keinster Weise. Wenn ihr wollt, dass Leute Sport machen, wenn ihr wollt, dass sich Leute gesund ernähren und so, dann macht das doch. Seid ihr doch der erste Schritt in das Leben, das ihr euch für die gesamte Menschheit wünscht. Lerne, mit dir zufrieden zu sein und lerne, das Schöne in dir zu sehen. Es gibt so viele Menschen, die sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich habe einen Fettbauch, die haben aber gar keinen. Ich meine, das wissen sie selber, das reden sie sich nur ein. Warum auch immer sie sich das einreden. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht den perfektesten Körper habe. Ich meine, ich habe die größte Klamottengröße. Ich meine, irgendwo muss ich ja nicht den perfektesten haben. Aber ich meine, ich bin trotzdem mit mir zufrieden. Ich kann mich vor den Spiegel stellen und sagen, ja, mein Körper gefällt mir, obwohl er nicht 90, 60, 90 ist. Das ist er nicht. Und das muss er auch nicht sein, weil es geht einfach nur darum, dass ihr damit zufrieden seid, ihr rausgehen könnt und sagen könnt, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr eigentlich schon alles gewonnen. Ich mag den Spruch sehr, everything happens for a reason, weil es wirklich so ist, dass viele Dinge in deinem Leben aus einem Grund passieren. Nicht alle, meiner Meinung nach, nicht alles passiert aus einem Grund, aber 99% wirklich. Es ist wirklich so, dass ihr im Leben immer vor irgendwelche Entscheidungen, Situationen kommt oder die euch einfach auch manchmal reifer machen sollen, die euch zeigen sollen, dass das Leben nicht nur ein Zuckerschlecken ist, dass ihr im Leben nichts geschenkt bekommt. Ich meine, ich habe jetzt vor einem Jahr 17 Kilo zugenommen, was auch für mich erstmal so ein Schock war. Wirklich, es sind fast 20 Kilo mehr auf der Waage. Aber ich habe es geschafft, wieder 10 Kilo abzunehmen und ich bin gut dabei, noch mehr abzunehmen. Wenn ihr mal ein Video dazu sehen wollt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann kann ich euch da meine Tipps und Tricks dazu geben, wie ich das geschafft habe. Auf beides, wie ich das zunehmen und das Abnehmen geschafft habe. Ja. Mache dich niemals von anderen Menschen abhängig. Denn ohne irgendwann werden auch sie weg sein. Das heißt mit dem Tod oder sonst irgendwas. Aber mach dich auf keinen Fall von irgendwem abhängig. Weil irgendwann dieserjenige, der kann dich mal sitzen lassen. Es ist, außer du bist der einzige Mensch, der dich nie im Stich lässt quasi. Und andere Menschen lassen dich im Stich. Ich glaube von jedem Menschen, von jedem meiner Freunde habe ich schon irgendwann mal erlebt, dass sie wegen, halt nicht wegen sowas Großem, sage ich mal, aber halt wegen was Kleinem, dass man sich dann auch nur so denkt, cool. Hätte ich zwar nicht von dir gedacht, aber gut. Es ist einfach so, dass Menschen nicht immer der perfekte Mensch zu dir sein können, wie du es dir von denen erwartest. Das ist leider einfach so. Und diese Anforderungen kann man auch nie wirklich für jemanden erfüllen. Aber deswegen mach dich niemals abhängig von Menschen, weil Menschen werden dich immer wieder enttäuschen. Träume gehen nicht ohne Arbeit in Erfüllung. Wenn ihr einen sportlichen Körper haben wollt, dann könnt ihr nicht daheim hocken und Chips essen. Das ist so, viele Menschen meinen so, ich will abnehmen, aber fahren Aufzug. Was für mich jetzt irgendwie kontraproduktiv ist. Also so ein kleines Beispiel. Viele Menschen sagen, ich will endlich mehr Sport machen. Sitzen abends vorm Fernseher. Warum? Setze dich für das ein, was du willst. Sei nicht zu faul, dein Leben zu gestalten, wie du es haben möchtest. Ja, sorry, dass ich abgelesen habe. Was ist einfach so. Mach es so, wie du dein Leben leben willst. Mach es so, dass du zufrieden mit deinem Leben bist. Wenn du mit irgendwas an dir nicht zufrieden bist, dann mach es doch einfach nicht. Dann mach doch was anderes. Mach doch das, was du dich im Leben weiterbringt, mit dem du zufrieden bist, hinter dem du stehst. Sei stolz auf das und wie, auf dich und wie du bist. Sei einfach stolz auf dich. Sag einfach mal, wenn du jetzt eine gute Note oder so hast, du hast sie geschafft, du hast sie erreicht, auch wenn sie die anderen haben. Ist doch scheißegal. Aber du hast es geschafft, eine gute Note zu schreiben. Das ist etwas, wo ihr stolz auf euch sein könnt. Zum Beispiel. Lebe das Leben, das du dir von anderen Leuten wünschst. Das habe ich schon mal angesprochen, aber zum Beispiel, du willst, dass Leute sich nicht mehr hassen. Dann mach den ersten Schritt. Mach diesen ersten Schritt und sei offen gegenüber anderen Menschen. Sei nicht gleich so, die hat einen komischen Blick drauf oder was ist damit wieder falsch, sondern sei einfach offen gegenüber anderen Menschen. Und dann werdet ihr auch automatisch glücklicher. Setz dich für Wichtiges im Leben ein. Wenn dir irgendwas im Leben wichtig ist, sei es Beruf, sei es Freunde, sei es Beziehung, irgendwas, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann setz dich dafür ein.
mach alles, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht oder dieser Traum oder das, was du verfolgst, weil du musst nur daran glauben und dann klappt es auch. Es ist so einfach, es klingt oder sich anhört, dass es setzt dich einfach für das ein, was dir im Leben wichtig ist und nicht für das, was dir eigentlich scheißegal ist. Lass los, was dich im Leben traurig macht und behalte, was dich glücklich macht. Das ist so ein wichtiger Punkt. Viele Leute zum Beispiel halten an ihrem Partner fest, der sie traurig macht. Es ist leider so. Und dieser Partner, der ändert sich einfach nicht für euch. Oder der ist halt einfach so, dass er euch mit seiner Art her traurig macht. Oder er, so blöd es auch klingt, aber lasst diesenjenigen los. Denn es geht um euer Leben. Es geht darum, dass ihr glücklich werdet. Und wenn ihr es einfach nicht werdet oder wenn ihr mit der Situation, die gerade in eurem Leben ist, nicht glücklich seid, dann ändert was in dieser Situation und bleibt. Lasst sie nicht so bestehen, wie sie ist. Dann noch als letzten Punkt, dein Leben hat eine Aufgabe, einen Sinn und du bist wertvoll und das kann ich dir wirklich sagen und du musst dich auch nicht schämen für das, was du bist, für das, wie du aussiehst, für das, was du machst. Es hat einen Sinn, warum du lebst und es hat auf jeden Fall, sollst du leben und sollst dein Leben genießen und du sollst nicht traurig in deinem Zimmer immer hocken, du sollst Spaß haben, denn das Leben ist viel zu kurz, um traurig zu sein. So, und ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video so ein bisschen so ein paar Tipps geben, ein paar von meinen Erfahrungen, ein paar so von meinen Lebenseinstellungen mitgeben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, dann nicht. Kommentiert mir doch gerne etwas zu diesem Video, wenn ihr meiner Meinung seid, wenn ich euch helfen konnte oder sonst irgendwas. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.